Jungs, 1-1. Ich glaube, am Ende hätte Köln auch den Sieg vielleicht verdient. Ich sage das jetzt echt ungern, aber der Schiedsrichter war heute. Also. Nein. Also, weiß ich nicht, wie man so ein Spiel verpfeifen kann. Keine Ahnung, ob wir das Spiel dadurch gewonnen hätten oder das 1-1 nicht gefallen wäre, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das eine kämpferische Leistung, die man anerkennen muss. Wir waren kämpferisch besser als Kürnach. Das 1-1 nehmen wir mit. Punkt. Kürnach zieht auf jeden Fall nicht 3 Punkte weiter nach oben. Und in diesem Sinne sehen wir uns am Dienstag beim Training. Und Jungs, ein Wort noch. Jungs, nächste Woche, ja, spielt Krombühl gegen Kürnach. Das heißt, die Woche, ich weiß, ich war letzte Woche jetzt auch nicht da, schau, dass man zum Training kommt. Ja, das hat man auch ein bisschen gemerkt, glaube ich, das Ganze. Dass man ordentlich trainiert, ja, dass ihr da fit seid, ja, für nächste Woche in Burg Grumbach. Und dann schauen wir mal, was nächste Woche dann ist. Okay? Also, auf geht's. Gut. Let's get ready to rumble!
Sonnenschein, geiles Wetter. Es gibt nichts Geileres. Selbst wenn wir das Spiel heute verlieren, das ist jetzt der Plan XYZ, juckt uns das nicht. Wir machen immer noch weiter. Plan A ist hier Vollgas zu geben, ist die hier aufzupressen, wirklich von der allerersten Sekunde. Es kommt heute auf 11 einzelne Spieler an, als Mannschaftsgefüge. Wenn einer ausfällt, wenn einer nicht kommuniziert, wenn einer nicht Gas gibt, verlieren wir das Spiel. Wenn wir uns alle 11 hier reinhauen, gewinnen wir dieses Spiel, dann stehen wir da oben, dann können uns alle anderen von unten angucken, dann stehen wir da oben und das hauen wir jetzt volle Kanne rein. Ich brauche alle 10 Mitspieler und ihr braucht alle 10 Mitspieler. Das will ich jetzt hören, das will ich sehen und ich will jetzt richtig Gas geben, Männer. Auf geht's. Alles gehen. Kommandos, Männer. Wer seid ihr? Wir sind hier! Wer seid ihr? Leon, komm! Auf geht's, auf geht's. Gleich wach sein, komm! Komm, Jungs, unser Spiel, auf geht's! Und Da wollen Sie noch die Wasserflasche in den Trikot möchten. Nein! Ja, Nico! Toni, Alex, komm, zweiter Pfosten, Alex. Ja.
Seid! Seid! Rechts!
komm, zwei Kinder da! Hintermann! Geile Aktion, Toni! Gut zu Männer! Zwei Schnapp nach Luft! Kann sich aufdrehen! Er hat sich aber reingehängt. Er hat sich aber reingehängt. Ja, ja. Also, jetzt auch nicht. Gut zu Männer. Gut zu Toni, gut zu. Das war nicht selten. Da, der achte Sprint in 2 Minuten. Hälfte halt! Echt wieder kein Mensch was, ey, das ist doch scheiße, ey. Stefan braucht nicht mehr noch. Das ist rum. Warte raus! Das ist die stärkste Aktion.
Rechte Seite. Rechte Seite, Luis. Joni. Und lauf an, Basti. Lauf an. Lauf an. Stark, Basti. Ach, boah. Alles gut! Du bist doch eine Trumpfwappel, oder? Depp, nee, das verstehe ich jetzt auch nicht, oder? Richtig, weiter! Das ist ein großer Depp. Wenn ihr nicht braucht, muss ich auch. Sag es mir ehrlich. Nee, das ist halt, also da hat er jetzt schon zwei Erde abgegeben. Ich habe eine Gepflegt drüben. Hallo? Hallo? Also, die Frau bleibt ganz heiß. Also, die Frau wesentlich. Also, Entwicklung. Ja. Also, der Name frei. Kunach ist. Es geht jetzt nicht davon aus, dass es irgendwo direkt danach irgendwie ein Ja, aber wenn der Kunde sagt, ich war dann gefault, dann ist es in Ordnung. Ja, dann kann sich gefragt. Sag mal ehrlich, hat er gesagt, nee, war nichts. Jetzt geht er durch. Bitte. Renn! Ich sage auch, dann ist es in Ordnung. Hey! Jetzt ist dann! Das war jetzt ein Fünfer! Das schmeißt ihn doch nur um! Schiri, das war jetzt ein Knaller, Schiri! Schiri, geh doch ab! Körbe, jetzt war es faul! Da war kein Ball dabei, der rennt ihn einfach um! Da war es faul! Jetzt wird es langsam lächerlich, ey! Weiter! Oh, jetzt! Komm, weiter Ruhe! Julius, zweiter Ball! Ja, Julius! Das ist gut, das ist gut. Peter zum Ball. Peter, komm, Gas. Jetzt sind sie wieder da. Ja, ich habe gesagt, wenn die jetzt im Endeffekt unser Spiel zulassen, irgendwann und möglich jetzt mal anfangen, dann wird es für die auch schwer. Sehen Sie, was dann besprechen muss, ist das war im Bergheim so, wir machen ein Tor und wir machen dann einen Konter. Das war das bei uns mittlerweile. Stark, Robin, durch! Robin, durch! Geht um. Sauber! Aus! Alex, Achtung! Leute, hoch! Julius, wo der Ball? Komm, Junge, es ist gut jetzt! Es ist jetzt gut! Der Luis!
Nicht zuschauen, Jungs, nicht zuschauen! Jawohl! Gut, Alex! Immer zu! Mach das Ding, nein! Jawohl, Barbara!
Und drauf. Jawohl. Ja, ja. Aber nicht aufwachen jetzt. Gut. Ja. Thank you.
Gut. Mama. Gut. Da durch, ey!
und der Ball drüber. Alter! Gleicher Aktion wie bei der Gelb-Roten! Nur die Geschwindigkeit falsch. Doch. Das kann der BFV immer nicht. Die unfähigen Schiris zum Topspielen schicken. Das ist eine große Stärke. An! Schiedsrichter, was ist denn jetzt? Das ist halt ein Schiri-Ball, ne? Aber wir wollen doch einen Schiri-Ball angezeigt! Ja, der Schiri-Ball angezeigt! Dem geht das Spiel zu schnell. Dann hat er wieder Leid. Für den Notar, der ist total überfordert. Ja. So, Leute, bleib! Alter, macht da eigentlich gerade Spiel. Jawohl! Ja. Hey! Hey! Mal ab von vorher, dann passiert es denn! Mann! Foul! Ja, Captain, seltsames Spiel heute, Spitzenspiel, stark begonnen, ja. 40 Minuten, wirklich eine sehr, sehr starke Leistung, die ich von euch gesehen habe und dann mit einem Schlag war Schluss, war Feierabend. Ja, also da bettelt ihr um den Ausgleich und er fällt dann auch. Also wie hast du denn das Spiel überhaupt erlebt auf dem Platz? Ja, du hast es richtig gesagt. Richtig gut angefangen, aggressiv, wir haben uns gepusht, wir haben uns gut motiviert, die Kommandos waren da, es hat richtig Bock gemacht. Kinnach ist nicht so richtig zu Torchancen gekommen. Die haben natürlich ihre drei Mopeds da vorne drin, die sind ultra schnell, auf die muss man natürlich aufpassen, die hatten wir ganz gut im Griff. Nach dem Standard, da sind wir aktuell auch echt stark, haben wir dann das 1-0 gemacht, noch ein paar ganz gute Chancen gehabt. Und als ob man den Stecker zieht, ab der 35., 40. war alles weg. Ja. Und dann war der Ausgleich irgendwie nur noch eine Frage der Zeit. Die hatten ja vorher schon einen Elfer, der absolut unberechtigt war. Das hat er dann zum Glück zugegeben, der Spieler. Also muss man da auch echt hoch anrechnen. In einem Topspiel Dritter gegen Ersten hinzugehen und zu sagen, nee, war kein Foul. War also absolut klasse, ja. Riesenrespekt da nach Kirnach. Und also, als ob man einen Stecker zieht. Zweite Halbzeit haben wir uns dann auch anstecken lassen, haben nicht mehr so viel gemacht. Es war alles nicht mehr so richtig da. Jeder hat geguckt, hoffentlich machen wir keinen Fehler. Also das Spiel war, ich glaube, für euch Zuschauer dann auch nicht mehr so geil. Nee, es war sehr zerfahren. Genau. Ja. Und es war eher darauf bedacht, kein Tor zu kassieren, so ist es. Irgendwie versuchen, das Spiel zu gewinnen. Ja, da hat wegen der Spitzenspielcharakter gefehlt. Ja. Jeder so, machen wir hoffentlich keinen Fehler. Ja, und ihr habt euch gegenseitig aufgerieben in der Mannschaft. Und auch beim Gegner aufgerieben und viel zu sehr über den Schiedsrichter immer lamentiert, so anstatt sich auf das Spiel zu konzentrieren, gerade bei den Standards. Ich war mir sicher, das Spiel wird jetzt durch einen Standard entschieden. Ja. Und da wart ihr so schlecht plötzlich. Ja, absolut. Du sagst ja richtig, wir haben uns viel zu viel mit anderen Dingen beschäftigt. Wir hätten einfach mal wieder den Ball laufen lassen müssen, uns selber pushen müssen. Wir können froh sein, dass die Schiedsrichter da sind, dass sie ihren Job machen. Und da hätten wir uns weniger mit denen befassen müssen, ganz klar, auch weniger mit den Gegenspielern. Und dann wäre auch das vielleicht ein anderes Spiel gewesen, aber das gehört alle auch zu einem Spitzenspiel dazu, manchmal Emotionen. Ja. Wir hatten richtig geiles Wetter, es waren ein paar Zuschauer da, also das hat schon gepasst, freilich. Und mit dem 1-1 können wir leben, da können wir leben, damit kann Kirnach leben. Ja. Wir treffen uns in der Rückrunde, da ist noch so viel zu spielen und es hat auf jeden Fall Bock gemacht, auf jeden Fall.
Ja, du hast rot gesehen, dadurch wurde das nochmal eine richtige Abwehrschlacht gelb-rot, in den letzten Minuten. Gelb-rot, ja. Ja, ich hab und warst damit nicht einverstanden, ne? Nee, nicht so wirklich. Aber nachdem er mir dann die gelb-rote gegeben hat, da bringt es ja nichts mehr mit mir zu diskutieren. Ja. Also ich bin dann runtergegangen, alles easy. Gut. Hab's mir dann, der ist auch sofort nach dem Spiel dann hergekommen, hat es mir versucht zu erklären. Habe ich gemeint, okay, wenn es die Geschwindigkeit war, verstehe ich. Ja. Der Gegenspieler, klar, gehört dazu, er hat es halt so empfunden, dann ist es so. Der Gegenspieler kam sogar und hat gemeint, nee, du spielst klar den Ball. Aber natürlich sieht es vielleicht aus seinem Blickwinkel wieder anders aus, weil ich natürlich echt mit Speed da ankomme. Aber ist halt so jetzt, mache ich dem mal gar keinen Vorwurf, das gehört dazu. Zum ersten Mal geflogen. Irgendwann muss es mal passieren. Ist halt da darfst du so, ein Bier trinken. Da darf ich ein Bier drauf trinken. Und die Jungs haben es ja dann gerettet, haben mir den Arsch gerettet. Und, ja, super. Ja, ich glaube, damit können wir beide leben. Ja, 1-1, denke ich, passt zu diesem Spiel heute. Ja. Und damit bleibt alles offen und sehr, sehr spannend. Das an der Dreiergruppe oben an der Spitze. Und da freuen wir uns drauf. Ne? Absolut. Kommen noch ein paar Highlights und diese Saison ist noch lang. Das wird auf jeden Fall noch geil, ja. Okay, in diesem Sinne, es lebe der Fußball. Jawohl, vielen Dank, dass du da warst, Peter. Gern.